Guten Abend, liebe Teilnehmer bei unserem Workshop. Ich freue mich. Heute bin ich wieder am Start. Ich hoffe, Sie freuen sich darüber auch. Und ja, ich denke, wir haben für das erste halbe Jahr jetzt alle Feiertage geschafft. Ich hoffe, dass Sie da alles gut überstanden haben. Ich hoffe, dass Sie für sich zu Hause trockenen Fußes sind. Viele Bereiche in Deutschland, die sind ja mit sehr viel Wasser betroffen. Und wir haben hier Gott sei Dank bei uns nur starke Regenfälle gehabt, aber es ist alles in Ordnung. Bei uns hier, wir wohnen ja ein bisschen auf dem Berg, also Hügel, wie man andernorts sagt in Deutschland. Und ja, das betrifft uns jetzt hier nicht mit dem vielen Wasser, aber damit möchte ich Sie auch nicht weiter belasten. Ich freue mich, dass Sie heute Abend hier dabei sind bei unserem Workshop. Und ich begrüße auch diejenigen, die sich die Aufzeichnung anhören und anschauen im Nachhinein. Und ganz lieben Dank natürlich an meine Eltern, die im Hintergrund hier mich unterstützen bei der Vorbereitung der Beantwortung ihrer Fragen, die sie eventuell im Chat stellen und wir dann da im Anschluss an meinen Vortrag darüber sprechen. Es tut mir leid für die Unterbrechung. Ja, konnte schnell geklärt werden, aber ist natürlich immer so unpassendsten Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz, dann legen wir gleich los. Ich gebe Ihnen hier die Präsentation, starte ich jetzt hiermit und gebe Ihnen auch die Files zur Verfügung, dass Sie sie herunterladen können, abspeichern können für sich, für Ihre Dokumentation. Das ist ja für den einen oder anderen ganz hilfreich. Gut. Also, 3. Juni 2024, das ist ein Montag und wir haben hier den Workshop und ich habe mich auch gleich beruhigt mit meiner Atmung, dann japse ich nicht mehr so sehr. Also, ja, zunächst einmal ganz wichtig, Achtung, wichtiger Hinweis, diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. So. Und ja, bei allen Erkrankungen, Symptomen, Beeinträchtigungen, Missempfindungen sind immer Mikroorganismen auf Zellenebene anzutreffen, die sich angesiedelt haben, vermehrt haben, in Disbalance geraten sind und sich eine Symbiose mit der Erkrankung etabliert hat. Das hat man festgestellt. Und die Etablierung der Erkrankung erfolgt zwangsläufig, wenn es nicht gelingt, durch zum Beispiel das Immunsystem selbst oder durch andere Maßnahmen gezielt diese Mikroorganismen loszuwerden und sie zu zerstören. Und Agecare ist eine solche Maßnahme, wo mittels ganz spezifischer elektromagnetischer Frequenzmuster diese betreffenden Mikroorganismen eliminiert werden. Und zwar erfolgt das ganz gezielt und direkt, nämlich durch die Verwendung von Hand- bzw. Haftelektroden, mittels denen die Frequenzen in unseren Körper übertragen werden. Und die Frequenzen durch unser menschliches Gewebe geleitet werden. Und sobald die störenden Mikroorganismen mit diesen Frequenzen, nämlich mit ihrer Frequenz, getroffen werden, wird ihr Stoffwechsel immens schnell, binnen Millisekunden schnell erhöht, sodass man sagen kann, sie überfressen sich an den Frequenzen, sodass sie daran zugrunde gehen oder und zerplatzen in dem Fall. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum hier keine Abwehrreaktion der Erreger zu erwarten sind. Also wir machen es den Erregern so schön, dass sie es nicht als Angriff einschätzen und einordnen. Und bei den Viren passiert etwas anderes. Hier zielen die Frequenzen auf die Abmessung der Aminosäurebrücken, welche binnen Millisekunden die RNA oder DNA der betreffenden Viren in Schwingung versetzen und sie somit zerstören und der Erreger somit nicht mehr lebensfähig ist und auch zugrunde geht. Im Agecare haben wir eine Vielzahl von unterschiedlichen Frequenzmustern zur Verfügung, die genau dieses Prinzip verfolgen,
Also die gezielte Eliminierung störender Mikroorganismen zur Verbesserung unserer Lebensqualität. Und diese Vielzahl von Anwendungen haben wir im Rahmen unserer Arbeit und Entwicklung der Methode zusammengetragen und sie steht Ihnen vollumfänglich zur Verfügung zu Ihrer Verwendung bei Ihren eigenen Fragestellungen. Und wie kommt man denn dazu, Agile Care für sich zu nutzen? Zunächst kann man sich ja an das sich zeigende Symptom oder auch die gestellte oder vermutete Diagnose oder Erkrankung halten und die in Agile Care verwendeten Anwendungen oder die in Agile Care dargestellten Anwendungen verwenden eben die Frequenzmuster und zielen immer auf die mit dem Symptom der Erkrankung typischen beteiligten Mikroorganismen. Und um noch effektiver aus unserer Sicht voranzukommen und das bestätigen uns die vielen, vielen Rückmeldungen zahlreicher für sich erfolgreich gewesenen Agile Care-Anwender, empfehlen wir noch gezielter hier vorzugehen. Und wir haben in der vergangenen Woche den Anwendungskatalog um viele neue Frequenzmuster ergänzt. Das haben Sie ja vielleicht mitbekommen, um Ihnen hier auch noch mehr die Möglichkeit zu geben, effektiv Agile Care zur spezifischen Eliminierung beteiligter Mikroorganismen einzusetzen. Aber woher wissen Sie, welche Erreger bei Ihnen zutreffen? Man kann natürlich hier nach der offensichtlichen Maßnahme vorgehen. Das heißt also, wir haben eine Laboruntersuchung. Die meisten Erreger lassen sich mittels Laboruntersuchungen oder Diagnostik ermitteln. Und somit lässt sich hierüber auch zum Beispiel kontrollieren, inwiefern es gelungen ist, die Erreger zu eliminieren. Das ist einmal die Möglichkeit. Und ohne Labor bezüglich der Kontrolle können Sie das dann anhand Ihrer verbesserten Lebensqualität selbst erkennen, dass es Ihnen somit gelungen ist, die betreffenden Erreger zu eliminieren in der Anzahl, wie es benötigt wurde. Eine weitere Möglichkeit ist, dass wir hier Hinweisen in der Literatur folgen. Also in der Literatur finden sich vielfältig Hinweise auf bestimmte Erreger, die bei bestimmten Erkrankungen und Symptomen anzutreffen sind. Ich habe Ihnen hier einige aufgeschrieben. Ganz oben dran PubMed, da habe ich Ihnen dahinter auch den Link zur Verfügung gestellt, wie Sie zu dieser Plattform gelangen. PubMed ist eine sogenannte Metasuchseite. Hier werden viele, viele Publikationen in der Medizin zusammengefasst. Die können in verschiedenen, wie heißen die, Blättern heißen die nicht, unterschiedlichen Publikationsmedien veröffentlicht worden sein. Und PubMed fasst diese zusammen. Diese Plattform ist in englischer Sprache. Das ist ja die Sprache in der Medizin geworden, schon seit langem. Aber hier finden Sie sehr, sehr viele Hinweise, wenn Sie gezielt suchen nach bestimmten Symptomen, aber auch wenn Sie nach bestimmten Hinweisen über bestimmte Erreger suchen. Ebenfalls eine Möglichkeit, danach zu suchen, ist die Seite von The Lancet. Das ist eine dieser Veröffentlichungsmedien und natürlich auch Wikipedia. Das kann auch teilweise hilfreich sein, hier bestimmte Hinweise zu erhalten auf bestimmte störende Mikroorganismen. Und somit kann man hier anhand von Vermutungen gegen die betreffenden Erreger vorgehen, also Vermutungen bezüglich der Hinweise in der Literatur kombiniert mit ihrem Symptomen, ihrer Diagnose, die sie eventuell gestellt bekommen haben. Und hier nach Vermutung vorzugehen, das ist auch nicht schädlich für uns, da wenn die Erreger nicht vorhanden sein sollten, die Frequenzen schadlos durch unseren Körper geleitet werden. Hier müssen wir überhaupt nicht ängstlich sein. Sie können also nichts falsch machen. Und auch weitere Methoden, die ich hier aufnotiert habe,
zur Ermittlung, welche störende Mikroorganismen in Disbalance vorhanden sein könnten, sind zum Beispiel Tests mit Bioresonanz oder energetische Tests, also mittels Tensor oder Pendel zum Beispiel. Und hier natürlich, das ist notwendig, dass ihr das Personen durchführen, die hier erfahren und kompetent sind in diesem, in dieser Methode. Diesbezüglich haben wir, beziehungsweise hat mein Vater, Dr. Werner Ulrich, in der vergangenen Woche im Workshop schon sehr viele Beispiele gegeben, wie hier spezifisch vorgegangen werden kann gegen die betreffenden Erreger direkt. Und die Aufzeichnung dieses Workshops, aber auch die Aufzeichnung anderer Workshops, können Sie sich noch anschauen. Die Aufzeichnung des Workshops letzte Woche können Sie noch bis Mittwochabend über den Link, den wir Ihnen zugesendet haben, per E-Mail aufrufen. Und alle weiteren Workshops, die weiter zurückliegen, die finden Sie hier auf unserer Homepage. Ich habe Ihnen den Link notiert, wo Sie den dann aufrufen können und sich dann eben hier den entsprechenden Workshop heraussuchen können. Das sind dann nur die Vorträge, was heißt nur, das sind dann die Vorträge von uns, die wir hier veröffentlicht haben. Also der Bereich, wo Sie dann die Fragen stellen und wir sie beantworten, wo eben auch entsprechend Namen genannt werden, der wird weiterhin von uns geschützt, sodass eben das nicht öffentlich gemacht ist. Ja, Sie können dort auf der Seite eben nach Stichworten suchen, bestimmte Themen, die wir angesprochen haben. Und Sie können natürlich auch nach einem bestimmten Datum schauen. Wir haben versucht, so viele wie mögliche Workshops in der Vergangenheit zurück hier schon zu veröffentlichen. Ein Thema der vergangenen Workshops beispielsweise war Endometriose. Das ist ziemlich genau ein Jahr her. Also das war am 5.6.2023, da habe ich hier in dem Workshop das Thema Endometriose aufgebracht. Der ist allerdings einer der Workshops, den Sie dort nicht finden in dem Fundus. Allerdings, deswegen habe ich Ihnen das hier nochmal mitgebracht, habe ich Ihnen hier noch einmal die Anwendungen aufgeschrieben, die wir empfehlen und die wir auch damals empfohlen haben, nämlich die Anwendung C530 Endometriose, chronisch in Klammern Wachstum des Uterusgewebes außerhalb des Uterus, das Schmerzen, Unfruchtbarkeit und abnormale Uterusblutung verursachen kann. Sie sehen, hier haben wir auch schon ganz schön viele Hinweise im Namen der Anwendung hinterlegt, was die Symptomatik angeht. Die zweite Anwendung U100 Menstruationskrämpfe geht ebenfalls auf die Symptome bei der Endometriose, die bei Endometriose auftreten können, geht darauf ein. Es werden immer, wie gesagt, die betreffenden Erreger eliminiert. Warum erwähne ich das hier ganz konkret? Das ist ja komisch, ne? Normalerweise spricht man immer über das, was man hat und nicht über das, was man nicht hat. Deswegen habe ich Ihnen aber auch hier nochmal die Anwendung mitgegeben. Ja, ich will Ihnen ein weiteres Beispiel darstellen, wie erfolgreich mit AgilCare vorgegangen wurde. Und ich lese Ihnen hier einmal die Rückmeldung der Anwenderin an uns vor. Ja, sie schreibt, hatte mal eine Anfrage bei Endometriose. Die empfohlenen Programme von Ihnen haben wirklich zur Verbesserung beigetragen. Allerdings hilft bei sehr starken Blutungen das Programm Madenwürmer und Fusobakterien. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und liebe Grüße. Und ich habe Ihnen hier die Anwendungen, auf die hier eingegangen wurde in der Rückmeldung, habe ich Ihnen notiert. Das ist einmal die A392, also Aviantan 392 und die Anwendung heißt Enterobius vermicularis HC in Klammern Madenwurm. Die zweite Anwendung SI6 und also ich wiederhole es nochmal, S wie Siegfried, I wie Ida 6, Fusobacterium Varium. Das sind die beiden Anwendungen, auf die die Anwenderin hier eingegangen ist bei ihrer Rückmeldung. Und mit den Anwendungen,
gegen diese ja, Parasiten direkt, konnte hier also zusätzlich zur Verbesserung der Lebensqualität mit Agilcare beigetragen werden. Und ich habe auch noch ein weiteres Beispiel für Sie, für den erfolgreichen Einsatz von Agilcare. Und zwar geht es um ALS. Es geht hier um einen Anwender, der Mitte 50 Jahre alt ist. Bei ihm wurde ALS diagnostiziert und er arbeitete 3 Monate lang täglich mit Agilcare, und zwar mit der Anwendung C47. Und die Anwendung heißt ALS4, also C wie Cäsar, 47, und die Anwendung heißt ALS4. Und die Rückmeldung ist, dass danach, also nach diesen 3 Monaten oder täglich mit Agilcare, diese Anwendung durchgeführt worden ist, danach war ALS nach der Untersuchung beim Arzt nicht mehr feststellbar. Und ich will Sie da nicht noch im Unklaren lassen, was ALS eigentlich bedeutet, damit Sie das eventuell auch für sich einordnen können. Also ALS heißt amyotrophe Lateralsklerose und bedeutet eine fortschreitende Erkrankung der Bewegungsneuronen, die zu Muskellähmungen führt. Die Bewegungsneuronen, die finden wir im zentralen Nervensystem. Und die Erkrankung, vielleicht haben Sie auch davon gehört, ist circa um 2014, 2015, hat sie in der Öffentlichkeit erhöhte Aufmerksamkeit gefunden, indem die ALS Association die sogenannte Ice Bucket Challenge gestartet hatte. Da haben sich Menschen, erst zunächst Prominente, aber auch andere Menschen öffentlich bzw. veröffentlicht in den Netzwerken hier dargestellt, indem sie sich einen Eimer voll Eiswürfel und Wasser natürlich über den Kopf geschüttet haben. Der Hintergrund war nicht, dass man sich darüber freut, beziehungsweise dann weiß, was ALS ist und dass das in irgendeiner Weise was mit dem Eis zu tun hat, was man sich überkippt, sondern eher, dass in dem Zusammenhang hier auch Geld gesammelt worden ist, um die Forschung zur Eindämmung für die Betroffenen, dass man hier bessere Möglichkeiten hat, auf die Erkrankung einzugehen. Es ist eine sehr seltene Erkrankung. Da findet man im Netz die Prävalenz 3 bis 8 pro 100.000 Einwohnern. Ich weiß, in den letzten 2 Jahren, da waren solche Werte noch sehr hoch, ne? Also 3 pro 100.000 Einwohner war eine recht hohe damals Inzidenz. Jetzt sprechen wir von der Prävalenz 3 bis 8. Das ist recht niedrig, also ist eine sehr seltene Krankheit. Nichtsdestotrotz betrifft sie uns und unsere Liebsten um uns herum eventuell. Und ich will auch noch mal was ganz kurz zu dieser Erkrankung sagen. Also es ist eine neurogenerative Erkrankung, wo Mikroorganismen auf Zellenebene unsere Zellen stören und schädigen und so weit schädigen, dass die Muskelzellen nicht mehr vom zentralen Nervensystem erreicht werden und somit zu Muskellähmungen kommen kann. Und ich habe ihn hier auch nochmal notiert. Amyotroph heißt nicht Muskeln ernährt oder genug ernährt, dann lateral, seitlich und Sklerose verhärten. Das ist eben die Bedeutung und die Prognose kann man sich selbst vor Augen führen, wenn man überlegt, welche Organe Muskeltätigkeiten zugrunde gelegt haben. Und dass hier allerdings der Prozess umkehrbar ist, indem betreffende Erreger eliminiert werden, also ganz gezielt eliminiert werden, zeigt uns der Anwenderbericht, den ich hier zuvor mitgeteilt habe. Und hier wurde Agilcare unterstützend mit eingesetzt. Ich formuliere es absichtlich so vorsichtig, weil es nicht daran liegt, Ihnen vor Augen zu führen, dass Agilcare hier allein geholfen hat. Das hat es bestimmt nicht. Nichtsdestotrotz hat es maßgeblich zu diesem schnellen Ergebnis beigetragen und zu dem Erfolg des Anwenders für sich.
Und an dieser Stelle gratulieren wir zu diesem Ergebnis und auch zu dem Mut, sich nicht der Diagnose zu ergeben, sondern dagegen zu kämpfen und diszipliniert hier die Zeit für sich zu nutzen und offensichtlich auch genutzt zu haben. Also wir haben hier 3 Monate, das hört sich erstmal wenig an, aber wir sprechen hier über mehr als 90 Tage, wo täglich diese Anwendung durchgeführt worden ist, um eben zu diesem Erfolg zu kommen. Und das, denke ich, dann für denjenigen ein sehr, sehr großer, großer Erfolg. Also, und wir bedanken uns auch dafür, für diesen Bericht. Und wir bedanken uns auch für die vielen Berichte, die wir auch in der vergangenen Woche erhalten haben, von Ihnen, Ihre Rückmeldungen. Sie können diese wie immer an uns per Ticketsystem senden, genauso auch wie Ihre Fragen zu Ihren Baustellen, oder wir diskutieren während des Telefonservice gemeinsam darüber. Das habe ich Ihnen hier nochmal notiert. Unsere Kommunikationswege, die finden Sie ja immer am Ende unserer Vortragsfolien. Und wir freuen uns auch und bedanken uns bei Ihnen auch recht herzlich mit einer Tipprovision, wenn Sie AgeCare weiterempfehlen. Wie das mit der Tipprovision vor sich geht, steht für Sie hier auf dieser Folie. Aber wir beantworten auch sehr gern persönlich Ihre Fragen dazu, sollten Sie dazu Fragen haben. Und jetzt ist das die perfekte Überleitung zu Ihren Fragen, die Sie im Chat an uns haben. Vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis hierher. Und lieben Dank an meine Eltern hier, dass ihr das bereits vorbereitet habt. Und